Jetzt geht's los, Freunde. Wir haben den ersten Icon-Player-Pick draus und die machen wir schon mal nebenbei hier auf, was der ganze Spaß denn dann kostet. Es wird sehr, sehr spannend. Was haben wir gesagt? Preis die SBC extrem günstig. 93 plus so 130.000 Münzen und wir bekommen, oh mein Gott. Wir bekommen tatsächlich relativ gute kein Footies, aber einfach welche, oder er hat alles schon. Hoffentlich hast du nicht alle untrade. Sehr wahrscheinlich, ne? 117 KR, der Müller. Dann haben wir Xavi, machen wir kurz preislich 50k. Und Desai. Oh Mann, der wird auch nicht mehr viel kosten. Immer noch über 100k zumindest. Ah, das ist traurig. Reines SBC wurde jetzt nur. Aber das ist halt Gamble SBC. Du musst, je nachdem, auch wenn du die letzten Male gemacht hast, einige, müsst ihr euch fragen, Friends. Gehe ich da überhaupt noch rein? Oder habe ich schon zu viel Gute? Hier, ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Er kann natürlich jetzt einen fetten 96er Müller wieder in diesen 89er Squad reinknallen und hoffen, dass er beim nächsten Mal irgendeiner dabei ist, den man noch nicht hat. Das muss man natürlich auch immer abwägen. Gamble SBC ist Gamble und damit rein zu den nächsten. So, Freunde, es scheint auf jeden Fall wieder anscheinend ein paar Serverprobleme zu geben, aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt den zweiten Pick, wenn die Servers klappen. Bei der Kombination ist ein Serverproblem aufgetreten. Mal gucken, wenn er jetzt wieder reingeht. Der Shop ist momentan nicht verfügbar. Also, es scheint wieder ähnliche Probleme zu geben wie gestern. Mal ist es so, mal ist es so. Mal gucken, ob noch welche Picks um die Ecke kommen, weil die Server scheinen gerade wieder Probleme zu machen. So, Friends, komm, jetzt geht er auf. Jawohl! Petit Sambrotta und Desai. Again. Also, 100k haben wir ja auf jeden Fall schon mit Desai. Sambrotta, komm, wie siehst du denn aus? Du hast so viele Versionen, 125k aber immer noch. Und Petit, was hatten wir da gesagt? Hatten wir letzte Woche schon häufig. Auch an den 100k dran, 98.000 Münzen. Und du hast halt jetzt die freie Auswahl. Also, ich glaube, ich würde auf den teuersten auf dem Marktstand jetzt gehen mit Desai. Oder halt ein bisschen Rating mit 4.000 Münzen günstiger, 3.000 günstiger gerade auf dem Markt mit Petit. Ja, also Petit hat halt die 4 Playstyles Plus. Ja, also insofern absoluter gute Option. Route über 100k, 30k weniger als die SBC teuer war. Also ist gerade auf jeden Fall noch, ja, im Rahmen, wie wir so schön sagen. Wir sind wieder hier auf dem Account am Start, eben Müller Duplikat gezogen. Ja, ihr habt es gesehen, R9 würde ich nehmen, hat er unten rein stehen. Und dann gucken wir nochmal rein, was jetzt hier im zweiten Pick am Start ist. Okay, alright. Schon mal drei, die du noch nicht hast oder wieder nicht hast, je nachdem, ob du schon SBCs abgegeben hast. Hernandez, was macht er preislich? Ist wahrscheinlich runtergefallen, ne? Er nimmt Alonso mit. Ich glaube, das wäre in dem Fall, glaube ich, auch die bessere Option gewesen. Und Alonso, highest rating, 70k, immer noch. Aber wir wollen natürlich was Größeres, was higher, was, ja, was höheren Wert hat sehen. Also, guck mal, wie viel da um die Ecke kommen. Let's go. So, Freunde, vielleicht kommen gleich noch ein paar mehr Player-Picks, aber die Server scheinen wieder Probleme zu machen. In der Zwischenzeit machen wir hier ein bisschen, hier und da ein bisschen Packs, würde ich sagen. Ich habe ein paar Rating-Packs hier am Start und die wollte ich auch mit euch öffnen. Ja, Frohms haben wir jetzt hier und Gakpo, bist du trade, bist du untrade? Hello, Gakpo? Nope. Ist untrade, können wir kurz discarden. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem Server los ist auf jeden Fall. Ja, und was wir bis jetzt auch noch nicht gesehen haben, ist Footies Icons in dem Icon Player Pick. Das ist natürlich jetzt auch nicht wirklich zielführend, weil das willst du natürlich dann irgendwie zumindest ein bisschen sehen. Hier 84er und 83er, beide hoch auf die Transferliste. Und ich glaube, ein 84er Pack habe ich hier auch noch mit am Schlüssel. Let's go. 83x2er. Wieder keine Special-Karte. Polen. Das kann also nix sein. Okay, zwei 83er, die wir noch nicht haben. Freigang und Zielinski. Auch schon die Transfer-Version. Nächstes 83x2er. Jawohl, da ist die Special-Karte. Es wird rot. Wait. Ah, ist hier wie Salai oder ne, wie, ja, Salai. Ich glaube, den haben wir sogar noch. Den 92er, die 92er-Version. Wir gucken mal rein. Wer ist denn dahinter? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, es ist nur Gnabry und wir haben ihn nicht. Das heißt, ich kann direkt rein in den Verein. Wie sieht es bei Gnabry aus? Na komm, dann discarden wir. Für 92er können wir da auch kurz discarden in Gnabry. Jetzt sehe ich direkt wieder in der Team auch Tweak SBC rein. Klar, könnte ich jetzt auch machen, aber ja, für die Kürze des Videos, dass wir nicht zu lange dranbleiben, machen wir kurz ein paar Rating Packs auf. Und die Packs werden ja so oder so gefühlt nicht weniger. Also, schauen wir mal rein, was das Ganze gibt. So, jetzt haben wir hier wieder das Serverproblem. So, Freunde, wieder nur 83er drin gewesen. Nichts Besonderes. Jawohl, hier ist die Special-Karte.
Und Liverpool. Ach so, stimmt. 87er Gomez. Nice. Also gib uns das Futter, yay. Wir können es auf jeden Fall früher oder später gebrauchen. Ja, Checo. Die 83er. Die sammelt sich da oben auf der Transferliste. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Und es wird irgendwie gefühlt nicht weniger. Irgendwie die Rating Packs, wo kommen sie her? 83x2, nächste Special Karte. Spanien, ZM. Okay, erstmal Parejo. Ist das ein Zweierpack gewesen? Ich glaube ja, ne? Doppelmorg und keins wahrscheinlich. Nee, keins ist schon mal nicht. Es ist Reinders. Ich glaube, den haben wir auch noch. Den haben wir, glaube ich, auch noch. Beide sogar, Parejo und Reinders. So, bevor wir gleich weitermachen mit den Icon-Picks, Reinders abgegeben. Hier wieder das 83x3er-Pack. Und wie viel 84er-Packs wir noch am Start haben. Das ist ja Wahnsinn. Kolumbien, RM. Sehr geil. Come on, was haben wir jetzt? Quadrado. Nehmen wir mit. Wieder zwei Tradable. Können hoch auf die Transferliste. Ach, und bis zum Duplikat öffnen wir jetzt noch. Und dann gehen wir wieder zu den Player Packs. Hier versteckt sich jetzt, kommt von hinten, keine Ahnung, wieder ein 75x5er Pack. Also die Sortierung der Packs wird gefühlt auch immer schlimmer und weirder und irgendwie nicht erklärbar. Weil mal ist es so, mal ist es so. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Ziel davon ist von EA, aber na gut, es ist wie es ist. Habe ich euch schon die Tage schon gesagt. Wir können ja sehen, es ist ein neues 75x5er. Das ist crazy. Hier ist das 84x10er. Dann machen wir das 84x2er. Jawohl. Jawohl. Das ist Deutschland ZM. Ah, das ist doch geil. Das ist erstmal Toni. Und dann haben wir Osimhen noch hinten dran. Ach, geil, Freunde. 92er und ein Kroos. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Sehr, sehr geil. So, Duplikat ist am Start, das heißt, wir gehen wieder rein in den nächsten Icon-Pick und komm, bitte einfach jetzt mal Footy sehen. Einfach jetzt irgendein Footy sehen. Jawohl, Baresi ist am Start und den anderen noch nicht. Aber Baresi war der günstigste, ne? Ich sage jetzt mal 30k, bin ich jetzt mal ganz böse. Hey, es sind 40k, 42k, um genau zu sein. Aber gut, den hast du noch nicht und das ist zumindest die erste Footy-Icon aus den neuen Picks am Schlüssel. Let's go. So, und zum Abschluss machen wir jetzt noch hier und da ein paar kleine Packs auf meine Road to Glory, wie ihr das Ganze gewohnt seid. Ja, und ich würde sagen, die Packs auf jeden Fall eben schon die paar zu sehen hier. Die haben auf jeden Fall gut gegönnt. Und ja, jetzt gucken wir gleich noch das 84x10er, wenn es denn dann endlich mal angezeigt wird. Beziehungsweise irgendwie kommen hier immer neue dazu. Das ist ein bisschen weird. Das ist wirklich ein bisschen, also nicht nur ein bisschen weird. Brasilien, anscheinend keine Special-Karte. Und damit das Video nicht zu lange wird, zack, wieder auf die Transferliste. Zwei Brasilianer sozusagen. 84 beide, das 84x10er jetzt direkt hinterher. Let's go, come on, EA. Special-Karte, da ist schon mal blau. Ist ein Tots? Ist es ein blauer Tots gewesen? Oh, wait. Wen haben wir denn da? Ach, Viali. Und da ist der Tots, let's go. Alex Garcia, 92er. Und ich glaube, den habe ich sogar schon. Ist natürlich der perfekte SPC. Von dafür trotz, wenn er garantiert dabei sein muss. Oh, traumhaft. Traumhaft, Freunde. Lawrence, wir haben Alexander Arnold, Donnarumma, Parejo wieder als Walkout. 85er, 84er, 384er nur. Dann auch Garcia, Viali. Oh, traumhaft. Sehr, 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 sehr gut. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen heute. Auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, ihr hört es an meiner Stimme. Und dann sehen wir uns gerne morgen auch wieder. Hier zwei weitere Videos von mir. Viel Spaß dabei. Und dann bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Macht Beste draus. Ciao, Leute.